Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Boss und Kopf. Mein Name ist Franziska Luschas und Sie sehen mich hier, ja, auf dem Feld überhalb von Zirndorf. Das liegt bei Fürth und Fürth liegt bei Nürnberg. Und wir haben mittlerweile März, aber trotzdem ist es schon schönes Wetter und die Sonne scheint. Und deshalb möchte ich mal wieder die Zeit nutzen, hier ein Video zu drehen. Es ist mittlerweile etliches los. Jetzt guckt sogar so ein kleiner Pudel, was ich hier treibe. Ist witzig, weil das schöne Wetter nutzen natürlich auch die Hundebesitzer zum Gassi gehen. Ja, um was geht's heute? Das letzte Mal waren wir ja in der Hersbrucker Schweiz im Pommelsbrunn. Und da hatte ich Ihnen den Gehirnfahrstuhl erklärt, ja, warum wir so oft in alte Muster fallen, insbesondere wenn wir sehr emotional sind, sehr erregt sind. Ja, wenn wir große Angst haben, beispielsweise vor einer Prüfung, vor einer Präsentation, von anderen irgendwie vielleicht negativ bewertet zu werden. Oder wenn wir mit dem Partner streiten, mit den Kindern gestresst sind, uns mit unseren Eltern streiten. Das sind alles Dinge, wo wir ganz häufig in alte Muster zurückfallen. Das heißt, infantile, sprich kindliche Verhaltensweisen an den Tag legen, rumschreien, mit den Füßen aufstapfen, ja, uns nicht adäquat, also sprich altersgerecht verhalten und von Lösungen gar nicht erst zu sprechen. Und dann fragen wir uns vielleicht hinterher, was war denn das jetzt wieder? Und da hatte ich Ihnen gesagt, es gibt drei Bereiche, den präfrontalen Kortex im Gehirn, das limbische System und den Hirnstamm. Und wenn wir nicht mehr mit unserem präfrontalen Kortex, sprich mit dem Denkapparat, verbunden sind mit dem neuesten Teil im Gehirn, dann wird es schwierig, vernünftig zu reagieren oder auch in der Prüfung fokussiert zu antworten, auf das Wissen zugreifen zu können, weil wir dann nämlich mit dem Hirnfahrstuhl in die mittlere Etage abrutschen, ins limbische System, wo fast nur noch Emotionen vorherrschen. Wir also von unseren Ängsten, von unserem Ärger, von unserer Traurigkeit, was auch immer, gesteuert werden. Und wenn es dann noch heftiger kommt, wir noch mehr emotional werden, es noch heftiger wird, wir dann praktisch in den Keller, in den Hirnstab abrutschen mit dem Hirnfahrstuhl. Und da gibt es dann nur noch diese drei Möglichkeiten: Flucht, Kampf oder eben Erstarrung. Und wie gesagt, das habe ich Ihnen in einem ersten Video erklärt. Und heute in diesem Video geht es darum, also praktisch im zweiten Teil, ja, was können Sie denn tun, um nun vom Hirnstamm, sprich vom Keller oder von den Emotionen, also vom Erdgeschoss, da am besten wieder rauszukommen oder relativ schnell rauszukommen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und das Effizienteste, was ich Ihnen an die Hand geben kann, um wieder mehr ins lösungsorientierte, in vernünftige Denken zu kommen, das ist die X-Prozess-Entspannung bzw. Musterunterbrechung. Und da habe ich auch schon etliche Videos gedreht. Da verlinke ich Ihnen nochmal unterm Video ein Video zum X-Prozess. Und wenn Sie mehr wissen möchten, gehen Sie unter Playlist auf YouTube Boss im Kopf und da finden Sie die Playlist X-Prozess. Also das ist wirklich eine ganz kraftvolle Musterunterbrechung, wie Sie es relativ schnell schaffen, da wieder auf Ihrem PC wieder zugreifen zu können. Also sprich, den Knopf zu drücken unten im Keller, ganz bewusst im Fahrstuhl und sagen, ich will wieder hoch, auf die Dachterrasse am besten, ja, ins Dachgeschoss. Ich möchte wieder Kontrolle über meine Emotionen übernehmen. Weil es macht keinen Sinn, wenn Sie in der Prüfung so aufgeregt sind, dass Sie Blackout haben und dass das Lernen praktisch umsonst war, weil Sie nicht mehr zugreifen können. Und das weiß ich von etlichen Prüflingen, denen es so gegangen ist. Ja? Oder Sie streiten mit Ihrem Partner und Sie meinen es vielleicht in dem Moment gar nicht so, aber Sie sind so unter der Kontrolle Ihres Hirnstamms beziehungsweise so in Ihren Emotionen, sprich im limbischen System gefangen, dass Sie vielleicht unter die Gürtellinie gehen und das Ganze eskaliert. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deshalb, wie gesagt, X-Prozess, dass Sie den anwenden und lassen dieses Gefühl, was vorrangig ist, oder ja auch diese Körperreaktion, je nachdem, was es ist, Herzklopfen. Es kann aber auch ein Druck im Magen sein, es kann eine Enge im Hals sein, aber es können auch starke Emotionen sein, wie Ängste, wie Wut, Ärger, und darauf zielen Sie und dann lassen Sie es los und gehen. Ja, dann tippen Sie praktisch ganz fokussiert auf diese Punkte, die ich Ihnen im Video erkläre,
Die tippen sie ganz fokussiert und das können sie dann auch mit jedem Durchgang, wenn sie den X-Prozess schon ein bisschen kennen, auch immer ein bisschen schneller machen, damit sie fokussiert bleiben. Denn wenn sie den X-Prozess zu langsam machen, dann ist die Gefahr doch relativ groß, dass sie wieder in ihre starken Emotionen reingezogen werden. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie sich hier beim Tippen auf die Haut konzentrieren und das auch laut sprechen, wenn möglich, und fokussiert und möglichst schnell und auch dann bei Frieden und Dankbarkeit sich auf diese Gefühle konzentrieren. Ja? Das ist eine ordentliche Musterunterbrechung im Gehirn und da verlassen Sie praktisch Ihren gewohnten Gehirnfahrstuhl, ich nenne mal den Stressfahrstuhl, und kommen dann schneller aus dem Stress wieder raus und können dann auch wieder klarer und vernünftiger denken und, wie gesagt, sich besser verhalten. Und dann brauchen Sie hinterher nicht so ein schlechtes Gewissen zu haben oder sich zu grämen, dass Sie eben in der Prüfung nicht so gut drauf waren, beispielsweise. Ja? Also der X-Prozess, das kann ich Ihnen ans Herz legen, das ist mein Mittel der Wahl. Was außerdem noch geht, ist der Körper, weil der Körper von Ihnen immer im Hier und Jetzt ist. Ja? Raus aus den Gedachtwerden, aus diesen ganzen da oben Geschichten im Kopf, die ja praktisch auch die Gefühle triggern und auslösen, dass Sie Ihren Körper ganz gezielt nutzen, beispielsweise Ihre Füße, und spüren, wo stehe ich gerade, und sich vorstellen, wie Sie fest mit Ihren Füßen auf dem Boden stehen, wie Sie da verankert sind, und einfach nur Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Füße lenken. Und wenn Sie dann noch ein Brikett drauflegen wollen, das heißt noch einen Anker nutzen von Ihrem Körper, das ist dann der Atem. Dass Sie dann praktisch gleichzeitig versuchen, nicht nur Füße, sondern gleichzeitig auch Ihren Atem wahrzunehmen. Weil das ist auch ein kraftvoller Anker ins Hier und Jetzt. Sie können nicht völlig in der Angst sein oder in der Wut und im Ärger und gleichzeitig zu 100% Ihren Atem spüren. Das ist nicht möglich. Das nennt man in der Psychologie reziproke Hemmung. Ja, ich kann nicht 100% verärgert sein und 100% bewusst den Körper wahrnehmen, sondern wenn das eine steigt, sinkt das andere und umgekehrt. Und deshalb machen Sie sich das doch zunutze, diese reziproke Hemmung, und achten Sie auf Ihren Atem, wie er aus der Nase ein- und ausströmt. Oder Sie spüren es im Bauch am meisten oder in der Brust. Ich zum Beispiel spüre es hier in der Nase. Das ist so mein Punkt, wo ich mich drauf konzentriere. Und dann nehme ich meistens noch meinen Daumen, meinen rechten oder auch den linken. Aber Hauptsache, Sie fokussieren sich auf Ihren Körper. Am besten eine Stelle, die Ihnen vertraut ist, wo es Ihnen erstmal einfach fällt. Für viele sind zum Beispiel auch die Füße recht gut, weil die verankern ja nochmal zusätzlich mit dem Boden. Und diese zwei Sachen kann ich Ihnen empfehlen. Und natürlich ist es am Anfang immer erstmal schwer, das ist normal. Geben Sie nicht auf, ganz wichtig, auch wenn es schwer fällt, sondern machen Sie es und Sie werden relativ schnell feststellen, dass das was bringt. Aber es müssen Sie üben, denn so wie Sie Ihr Gehirn regelmäßig benutzen oder sich nutzen lassen, je nachdem, so formt es sich. Ja. Also wie gesagt, X-Prozess und der Körper als Anker ins Hier und Jetzt. Alles klar. Ich muss lachen, da ist schon wieder ein Hund. Jetzt zeige ich ihm mal, was hier alles los ist. Obwohl, die Leute sind schon wieder weg, die meisten. Aber bleiben Sie noch dran, auch wenn es nicht ganz so schön ist wie in der Hersbrucker Schweiz. Aber ich zeige ihm mal, wo ich hier stand. Und dann geht es jetzt noch weiter zur alten Feste, so heißt das hier. Und dann laufen wir wieder zurück ins schöne Fürth. Ja, schön, dass Sie wieder dabei waren. Mein Name ist Franziska Luschas. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie dran. Denn der richtige Weg, der lohnt sich. Tschüss. So, da hingen Sie praktisch. Und da unten sind dann die Leute vorbeigelaufen mit Hunden. Weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Und hier ist Acker. Ja, das sind noch so Ausläufer für ein Zirndorf. Das ist so eine Kleinstadt in der Nähe von Fürth in Mittelfranken. Und da hinten ist dieser weiße Hund, von dem ich erzählt habe. Ja, sieht wahrscheinlich im Frühling und im Sommer etwas schöner aus als jetzt. Aber ist erstmal so, wie es ist. Und da hinten, das ist der Nürnberger Fernsehturm. Ja.
Und hier unten sehen Sie auch nochmal Zorndorf bzw. könnte schon Oberasbach sein. Ja, dann haben Sie auch ein bisschen was von Mittelfranken gesehen. Und schön, dass Sie wieder dabei waren. Machen Sie es gut und tschüss.